Ahoi, liebe Kombüsenfreunde beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir das völlig durcheinander bringen. Aber es ist wieder Zeit für ein neues Video hier in Buggys Kombüsenstudio. Mhm. Für euch, hier ist Smoothie Küchenchef Stefan und Kritiker vom Dienst. Auweia, das wird schlimm. Marcel, danke, dass er meinen Namen sagt. Aber ihr kennt uns ja eigentlich, aber ja, was haben wir vor? Ihr habt es im Thumbnail natürlich gelesen. Wir wollen ein Brot diesmal backen. Mhm. Und dazu brauchen wir etwas, was jetzt hier nicht auf dem Tisch steht, weil wir völlig unorganisiert sind. Natürlich ein Omnia. Ja. Also wir nutzen dafür den Omnia Backofen. Von vornherein alle Produkte, die ihr jetzt hier seht, haben wir selbst bezahlt. Trotzdem, am Anfang habt ihr gesehen, dass die Einblendung war, könnte bezahlte Werbung enthalten. Hat es an diesem Video aber nicht, weil alles ist selbst bezahlt. Genau. Zutaten wollen wir gleich sagen und soll ich sie da präsentieren? Ja, du kannst ja eigentlich von da nach da. Was brauchen wir? Also wir brauchen den Omnia, dann brauchen wir eine Schüssel, Teigschüssel. Damit ihr per Hand kneten könnt. Damit ihr schön den Teig boxen könnt. Der Teig ist ein bisschen kräftiger, das geht also mit einem Rührer nicht so gut. Das muss man dann schon einen ordentlichen Knethaken haben. Oder halt die Hand, das geht auch. Mehl, ganz wichtig. Das ist die Hauptzutat. Dann haben wir ein bisschen Zucker, brauchen wir dafür. Wir brauchen noch ein wenig Salz. Die Hefe nicht zu vergessen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und ein wenig Olivenöl. Also ich habe hier so eine ganze Flasche Olivenöl. Die wird natürlich nicht da drauf. Das sind so zwei größere Schüsse Olivenöl. Das zeige ich dann. Und Wasser. Im Moment noch kein Wasser drin. Ja. Wichtig ist hier lauwarmes Wasser. Genau. Also Wasser, ich zeige es jetzt mal in dem Sinne. Aber genau. Ihr wisst ja, wie Wasser aussieht. Ja, warum Olivenöl? Das können wir vielleicht gleich am Anfang sagen, weil das Rezept, was wir auf der Internetseite, ist gerade auch eingeblendet, buggys-kombüsenstudio.de. Genau. Da haben wir das Olivenöl sozusagen mit zugeschrieben, weil das ist ursprünglich nicht dabei gewesen. Aber wir haben festgestellt, dass das Ganze so eine, wie soll ich sagen, eine Note von Italien bekommen. Ja, richtig. Also es ist schon ganz nett, mit ein bisschen Olivenöl das zu arbeiten. Außerdem habt ihr einen Vorteil, denn der Teig wird dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, geschmeidiger? Genau, nicht ganz so klebrig. Klebrig wird er sowieso. Es ist halt nun mal einer der klebrigsten Teige. So ist das halt. Ist halt Weißbrot oder beziehungsweise Baguette-Teig. Also das ist halt das Gleiche. Kann man für beides ganz gut nutzen. Ja, aber das wird dann dadurch ein bisschen glatter und man kann das besser kneten. Werdet ihr sehen. Genau. Und ich denke mal, jetzt fangen wir einfach mal an, das alles zu vermischen. Und wenn es dann darum geht, was der nächste Schritt ist, weil, also Rezeptur etc. ist auf jeden Fall auf der Internetseite eingegeben. Das wird jetzt alles vermischt. Und ich denke mal, da gibt es einen Schnelldurchlauf. Wie gesagt, wir zeigen euch im Schnelllauf, wie viel Salz, wie viel Hefe, wie viel Zucker, wie viel Mehl. Da steht dann alles eingeblendet. Mhm. Prima. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Also fängst du an, weil ich bin ja eigentlich nur der Kritiker. Der Kombüsenchef bist du ja. Los geht's. Diving deep into the waves, babe. I know that you want it to. It's a risk worth taking. Even if it's over soon. Want you skin tight, close like denim. Come on, love me. Your body close to mine. Call me if it's only for tonight. Your hands on my body, 'cause my body's what you like. I'm down if you're down to get it now. Call me, baby, if it's only for tonight.
nachdem wir den Teig nun ordentlich gut durchgeknetet haben, also je länger, umso besser ist das natürlich logischerweise, mache ich hier in einem größeren Pott erstmal warmes Wasser rein. Dann mit dem warmen Wasser haben wir dann die Möglichkeit, das ins warme Wasserbad zu setzen. Und dann kann der Teig auch in Ruhe gehen. Das ist jetzt sehr wichtig. Er sollte keinen Zug bekommen. Was wir jetzt machen ist, wir packen hier warm Wasser rein, habe ich ja gesagt. Und dann geht das Ganze in das Bad, weil bei uns ist das Bad das Wärmste im Fahrzeug. Ja, also das heißt, den Pott hier rein. Gucken, dass es natürlich nicht überläuft, muss man halt gucken. Deckel drauf auch nicht vergessen. Seht ihr, jetzt läuft auch schon ein bisschen was über. Kann ich auch ein bisschen was abschütten. So, wunderbar. Und dann geht das ab ins Bad. Ich packe es auf die Toilette, da passiert nichts dran, ist ja ein Deckel drauf. Und dann geht hier auch die Tür zu. Wenn die Tür zu ist, kann dabei auch nichts mehr passieren. Und da drinnen wird es schön warm. Ja, Gehzeit eine Stunde mindestens. Zwei gehen auch. Muss man dann so ein bisschen variieren, muss man gucken, wie weiter aufgegangen ist, wie schön man, fluffig man den haben will, den Teig. Das ist dann halt, kommt dann so ein bisschen darauf an. Aber eine Stunde muss er mindestens gehen. Und wenn der dann gegangen ist, dann geht's weiter. Also, bis gleich. Jetzt wird Zeit, dass der Kritiker vom Dienst natürlich wieder ein bisschen was kritisieren muss, aber gar nicht so schlimm. Ich habe nämlich gar nichts zu kritisieren, außer dass der letzte Satz nicht bis gleich, nichts gleich. Geht sofort weiter und zwar mit wichtigen Informationen für euch. Ihr seht jetzt im Rezept, wenn ihr auf unserer Internetseite geht, habt ihr, da steht was von einem Viertel Würfel genau. Hefe. Wir haben jetzt hier aber Trockenhefe. Ne? Man kann es ungefähr so sagen, ein Viertel Würfel ist ungefähr ein halbes Paket von der Trockenhefe. Das sind normalerweise 7 Gramm. Dieses Bio-Zeug, sage ich mal, hat jetzt 9 Gramm. Also man muss dann so ein bisschen variieren. Ist aber nicht so schlimm, wenn es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger dran ist. Das ist kein Problem. Ja, man kann also sagen, ein Paket ist ein halber Würfel, wenn man den nicht das Trockenhefe nehmen will. Warum nehmen wir Trockenhefe? Es ist ein bisschen besser haltbarer hier im Auto, weil die frische Hefe ist innerhalb von 2 Wochen ungefähr zu verbrauchen und das ist halt alles ein bisschen schwieriger, teilweise Hefe zu bekommen. Somit haben wir uns die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Also Hefe kriegt man jetzt doch schon wieder die große Kack- und Toilettenpapier. Ja, richtig, aber im Ausland weiß das nicht. Im Ausland ist klar und gerade das ist das, warum wir jetzt auf Brot jetzt umgestiegen ist. Es wird auch ein Video für euch geben, das können wir schon verraten. Ein Roggenmischbrot, das werden wir auch demnächst mal hier auf unserem Kanal präsentieren. Ja. Um einfach, und da bin ich echt gespannt, gerade was das Roggenmischbrot, weil im Ausland kriegst du so schlecht Brot überhaupt. Und wenn das klappt, dann freue ich mich schon tierisch drauf. Dann, für euch, das ist jetzt selbst bezahlt, aber wir nutzen hier richtig gutes Olivenöl von Rainer Jakisch. Der ist in Hamburg. Genau, das Olivenöl kommt aus Spanien, also es ist eine Manufaktur, die das in Spanien herstellt. Dort kriegt ihr auch Balsamico-Essig und noch viele weitere Sachen, also kann man auch ein bisschen durchstöbern, sage ich mal. Aber uns schmeckt das ganz gut und wir haben uns auch, da gibt es verschiedene Sorten von diesem Olivenöl. Wir haben den Coupage. Genau, den Coupage, also der hat uns bisher am besten geschmeckt und kommt am besten für uns in Frage. Genau, und ihr könnt einfach mal gucken, auch die Internetadresse. Wie gesagt, wir kriegen keinen Cent dafür, aber wir sind von diesem Produkt einfach inspiriert. Und wenn ihr in Hamburg wohnt, er ist auf vielen Wochenmärkten. Wir wissen, dass er freitags Blankenese und Samstag in Volksdorf ist. Kannst du nachgucken auf der Internetseite, da gucken wir nämlich immer nach, wo er denn ist. Und ihr kriegt auch eine 1A-Beratung. Also definitiv, das ist cool. Je nachdem, für was ihr machen wollt und so weiter, kriegt ihr dann auch die Beratung, welches Olivenöl oder welcher Balsamico-Essig am besten ist. Genau, also das lohnt sich auf jeden Fall. Das einfach mal jetzt gesagt, das ist aber, wie gesagt, wir haben es selbst bezahlt, aber wenn wir davon überzeugt sind, dann sollen wir euch ja das jetzt nicht verheimlichen. Genau. Gut. Ich mache jetzt noch eins, sage, stelle Timer auf 1 Stunde. Genau. Und wenn es hier weitergeht, dann geht es hier weiter. Und in der Zeit werden wir jetzt Würstchen essen. Das haben wir nicht, werden wir euch nicht zeigen, wie das geht, weil das ist Warmwasser, Würstchen rein. Und bei ihm ist es Kaltwasser. Das gehört nicht ins Gemüsestudio. Gar kein Wasser, siehst du, nicht mal ins kalte Wasser traut er sich. Und dementsprechend werden wir jetzt einfach die Zeit ein bisschen genießen. Und ihr braucht nicht vorspulen, denn es geht einfach sofort weiter. Hast du richtig erkannt? Eine ganze Stunde stehen wir jetzt hier schon.
Nein. Okay, du stehst, ich war clever, ich habe mich hingesetzt. Ja, genau. Das kann ja nicht sein, dass ich ewig rumsitze und warte, rumstehe und warte. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, ja, was also, der Teig macht. Ne? Das machen wir. Holen wir den mal raus. Also wie gesagt, war jetzt eine Stunde im Wasserbad, weil, wie gesagt, momentan bei den Temperaturen, wir haben hier 4 Grad gerade, deshalb ist es schwierig, da ein Wohlfühlklima für so ein Teig hinzubekommen. Ja, aber das sieht sehr gut aus. Er ist schön gegangen. Wo ist er denn hingegangen? Weiß ich nicht, nach Timbuktu oder so. Timbuktu. Sagt man das so schön? Aber guck mal, der sieht doch schon gut aus. Also der ist ja mal doppelt so groß geworden. Jetzt müssen wir natürlich noch eins machen. Jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen bearbeiten. Genau. Denn hier muss ein bisschen Mehl rein. Es kommt hier auch oben ein bisschen Mehl drauf, damit ich das besser nochmal kneten kann. Weil man muss es ja nochmal in die Hand nehmen. Ich suche in der Zeit das Handy von meinem Göttergarten. Bitteschön. Dankeschön, weil ich muss damit jetzt Aufnahme machen. Ah, verstehe. Damit ihr das also jetzt seht. Also wird, um das richtig verstehen, du machst jetzt Mehl einmal in die Omniform. Wir haben eine eher extra Brotform. Das haben wir euch ja im ersten Teil erzählt. Genau. Und ich werde jetzt einfach mal gucken, dass ich das jetzt hier hinkriege, Video. Ja, man muss halt gucken, wie viel Mehl man dann dementsprechend braucht. Also ich bestreiche jetzt sozusagen hier noch diese ganzen Wände. Und das ist, als wenn man diese Form einbuttert. Nur und du mehlst es halt ein. Ich mehl es halt ein, genau. Und das Schöne ist, das, was dann zu viel ist, das kann ich dann theoretisch auch direkt noch für den Kuchen nehmen. Für den Kuchen, genau. Für den Teig hier noch nehmen. Wollte ich sagen, hast du jetzt einen Kuchen gebacken? Nein. Falsche Folge. Falsche Folge, genau. Nein, habe ich natürlich nicht. Ein bisschen Mehl lasse ich hier ruhig drin. So ist das dann nochmal von unten ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, der Teig nochmal ein bisschen Mehl. Also es ist jetzt lastig. Das dritte Mal, dass wir diesen Teig machen. Beim ersten Mal, das habt ihr in der Herbsttour vielleicht gesehen, also einer unserer Reisevlogs, da hat noch ein bisschen was gefehlt. Genau. Und er hat sich wirklich schwer getan, was diesen Mehl angeht. Ja, und das hat sich einfach bewährt. Hier Mehl, da Mehl. Und jetzt zeigen wir euch einfach, was wir hier machen. Genau, ich werde jetzt den einfach aus der Form rausnehmen. Also einfach ist immer gut, weil kleben tut er natürlich schon immer noch. So, und dann legen wir ihn einmal um. Und auch dabei klebt er natürlich, das ist klar. Ein bisschen mehr Mehl nehmt, dann wird es natürlich ein bisschen besser. Jetzt werde ich den hier hinten mal ein bisschen zusammenflechten. So. Seht zu, dass es einen Kreis sich ergibt. Und dann geht das Ganze schon. Der so einigermaßen auch gleichmäßig ist. Der Kreis. So. Jetzt muss ich erstmal Hände waschen, weil ohne dass die Hände jetzt sauber sind, geht es natürlich nicht mehr weiter. Und ich setze mich in der Zeit hin. Ja, hier seht ihr, ist nichts mehr drin. Also das hat es richtig gut gegangen. Und tja, Stefan wird euch dann gleich erzählen, wie es weitergeht. So, was wir jetzt noch machen ist, ich bestäube den auch nochmal zusätzlich mit ein bisschen Mehl. Kommen wir einfach so ein paar Mehl. Krumm so ein bisschen da drüber. Das ist so ein bisschen, ja, kriegt da so eine weiße Oberfläche sozusagen. So, und eine Sache darf auch nicht fehlen. Und zwar müssen wir das Ganze noch mal ein bisschen anschneiden, dass der dann auch schön überall aufgeht. Könnt ihr einfach solche Ritze machen, immer mal wieder. Und einmal drumherum. So, dann geht der auch schön auf. Jo, ausrichten. Das ist natürlich auch wichtig, dass der gerade drüber ist und dann geht er los. Deckel drauf, hätte ich neu gesagt, oder? Deckel drauf, genau. Jetzt werden wir den erstmal vorheizen, dass der mal ein bisschen ordentlich Dampf kriegt, also auf Volldampf. Und so nach, ja, ich sag mal 3, 4, 5 Minuten, muss man so mal ein bisschen gucken, wird das schon so annähernd 75, 100 Grad haben und dann kann man den so leicht ein bisschen höher stellen. Also
Ich sehe zu, dass ich den nicht zu hoch stelle, weil ich mag es lieber ein bisschen heller. Wer es ein bisschen dunkler mag, muss ihn so bei 125 ungefähr halten. Wer es ein bisschen heller möchte, bei 100 ungefähr. Und das dauert jetzt so circa 20 Minuten, 25, 30 Minuten, sowas. Müssen wir nochmal nachgucken. Ich stoppe jetzt mal einen Timer. Timerstart. Für welche Dauer? Okay, ist natürlich für Stoppuhr, ist okay. Klar. Ist nicht die Stoppuhr? Ja, da muss ich was anderes auswählen. Naja, muss ich gleich mal machen und dann gucken wir mal, wie lange genau, das dauert. Genau, und deshalb ist es wichtig, wie gesagt, wir haben ja uns das Omnia Set damals besorgt und würde ich dazu dieses Thermometer. Das ja. ist schon sein Geld definitiv wert. Ja, also ohne das Thermometer weiß man nicht so genau, welche Temperatur da drin herrscht und von daher ist das schon ganz gut, das zu haben. Dann kann man das ein bisschen genauer auch justieren. Ja. Gut. So, jetzt warten wir und dann gucken wir mal, wie lange das jetzt dauert. Ja, also sprich, wenn er fertig ist. Mhm. 35 Minuten sind um. Der Fladen ist fertig, ich sag's mal so. Wir haben an der Seite leicht bräunliche Stellen, so wie das halt für uns schön ist. Ich habe erstmal ja hochgeheizt, habe ich gesagt, auf 100 Grad mit Volldampf. Das sind so, weiß nicht, 4 bis 5 Minuten gewesen. Und dann lag er so die ganze Zeit bei 125 Grad. Sieht soweit ganz gut aus. Jetzt hat er so ein paar Mehlstellen und so weiter. Klar, wer das nicht mag, lässt es weg. Ist kein Ding. Das ist ja genauso. Wenn man noch mal ein paar mehr Poren und so weiter haben will. Wir haben ja vorhin gesagt, wir haben so ungefähr ein halbes Paket genommen. Ein bisschen mehr war es in dem Fall. Dann kann man auch ein ganzes Paket nehmen. Umso mehr geht er dann ja auf sozusagen. Im Rezept haben wir, glaube ich, jetzt auch geschrieben, ein Paket. Ne? Ich glaube, 7 Gramm sind das dann. Ne? Genau. Ja, ihr müsst ja halt einfach aufpassen. Es gibt 9 Gramm, es gibt 7 Gramm. Es ist halt unterschiedlich. Das können wir euch jetzt nicht sagen, genau. Aber probiert es einfach aus. Genau, so sehe ich das auch. Das muss man einfach so ein bisschen testen und dann klappt das schon. Genau, aber das ist jetzt der dritte, den wir jetzt hier gemacht haben. Mhm. Wie gesagt, der erste, da hat ein bisschen der Pfiff gemacht und das haben wir jetzt wirklich gemacht. Auch mit dem Olivenöl müsst ihr einfach gucken. Wir haben jetzt so Pi mal Daumen auf der Internetseite das reingeschrieben. Da tastet euch einfach ran. Ihr werdet es auch schon mitbekommen. Ich weiß, bei Backen ist das immer schwierig, ne? Dass man eigentlich sagen muss, das muss rezeptgenau sein. Naja. Wir haben eigentlich gute Erfahrung, bisschen was ausprobieren. Genau, ich mache es auch dann so, dass ich es einfach mal kurz ein bisschen abhebe und dann mal gucke, wie sieht es denn aus, auch mal reindrücken oder sowas, dann merkt man schon, wunderbar, das ist ja schon fest, alles super. Genau, das klappt schon. So, das würde jetzt das heißen, für jetzt, für den Moment, ist wieder hier Pause angesagt. Wir brauchen jetzt einen neuen Tag, denn dieses Baguettebrot wollen wir morgen zum Frühstück essen. Genau. Und damit es nämlich einfach morgen dann fertig ist. Dauer, weil das dauert ja dann doch schon anderthalb, sagen wir mal 2 Stunden, bis das Brot gebacken ist. Wer will schon um 7 Uhr morgens aufstehen und Brot backen? Ja, gut, das kann man verstehen. Mhm. Und das Brot, das verspreche ich euch, wenn ihr es so macht wie Stefan, wie der Kombüsenchef, dann habt ihr nicht nur morgen, sondern selbst am Sonntag frisch, knusprig, lecker. Ja, das Einzige, was ich mache, das kühlt jetzt ab und nachher geht das in die, in so eine... Ja, Dose rein. Lock- und so Lockdose, Tupper, genau. Was so ihr auch immer. Schließbare Dose. Frischhaltedose. Frischhaltedose, genau. So das hat es mir auch gerade gefehlt. Und wir sind werbeverseucht. Bleibt das leid. Definitiv schön. Gut, also morgen früh, wenn wir beim Frühstück dann sind, dann werden wir euch zeigen, wie schön sich das aufschneiden lässt. Und lecker wird es auf jeden Fall. Haben wir einen Morgen, und zwar der Morgen danach. Ihr habt gerade die Bilder gesehen vom Aufschneiden des Brotes, bis wie wir es dann immer machen. Wir toasten uns das immer jeden Morgen. Ja, dann hast du es nochmal so ein bisschen kross, sage ich mal, ne, von den beiden Seiten. Das ist schon mal ganz lecker. Ja, ist Geschmackssache. Und wir haben auch festgestellt, wer es halt
fluffig, also richtig fluffig haben will, der muss halt auf jeden Fall ein ganzes Paket Hefe nehmen. Genau, danke. Und ja, das, da muss man so ein bisschen sich mal rantasten. Also probiert es vielleicht erstmal mit dem ganzen Paket Hefe aus und dann, ja. Sukzessive runtergehen, weil ihr habt es gesehen, die sind halt ein bisschen sehr klein geworden. Die, es sind halt Canapés, dafür sind sie aber ideal geeignet. Genau, es wird halt nicht größer, weil das ist halt der Omnia-Form geschuldet. Also kannst ja kein richtiges Brot dann formen. Das hat halt die Form, das geht dann nicht anders. Aber vom Geschmack her ist es ja wurscht. Naja, also, es ist, na, ein das ist Unterschied ja, das ist ja das zwischen Richtige. Das da und das da, ist das schon von der Höhe ein bisschen. Ja, das lag aber daran, dass ich den nicht richtig komplett verteilt habe. Da muss man dann auch drauf aufpassen, wenn man das so gleichmäßig haben will. Aber sonst richtig lecker Weißbrot, Baguette, Canapé, also auch fürs Grillen super. Ideal geeignet. Ja, auch ganz frisch könnt ihr das dann machen, ne? Zack, schön frisch anrichten, das geht ja rucki zucki. Ich sag mal, 2 Stunden vorher anfangen, dann ist das kein Ding und dann könnt ihr das zum Grillen dazu, also ist immer ein Hingucker auf jeden Fall. Und lecker ist es. Jetzt natürlich die große Frage, habt ihr auch Rezeptideen, dann gerne an die eingeblendete E-Mail-Adresse rezepte@buggy-kombüsenstudio.de. Und natürlich gerne in die Kommentare auch reinschreiben, was habt ihr für Ideen, was könnte man sonst noch in diesem Weißbrot reinmachen. Da gibt es bestimmt irgendwelche Möglichkeiten. Das ist halt ein Grundrezept und man kann ja irgendwas immer noch dazu machen. Ja, das zum Beispiel ist ja klar. Getrocknete Tomaten, wenn man darauf steht. Das muss man natürlich wissen, was das so ist. Aber welche Ideen habt ihr dafür? Schreibt es gerne rein in die Kommentare. Dann auf jeden Fall ein Like da lassen für die Arbeit dieses Videos. Und ja, dann würde ich schon bald sagen, beziehungsweise jetzt schließen wir die Kombüse und dann geht's nächsten Dienstag weiter bei einem neuen Video aus unserem Kombüsenstudio auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.